90-95% von den Rückmeldungen, Nebenwirkungen, werden gar nicht zurückgemeldet. Die kommen gar nicht an die Stelle ran. Die haben beide die Fähigkeit, diese Blut-Hirn-Schranke zu durchgehen und haben noch die Fähigkeit, Aluminium mit ins Hirn zu nehmen. Dass eine solche Impfung noch auf dem Markt sein darf, ist eigentlich sehr, sehr fraglich. Der Lebensdurchschnitt ist da ein Jahr höher als in der Schweiz und die Kosten sind weniger als die Hälfte als in der Schweiz. Es gibt bereits gentechnisch hergestellte Impfungen, zum Beispiel die HPV- und die Hepatitis-Impfungen, die sind gentechnisch hergestellt. Gut, schönen guten Morgen, freut mich, danke vielmals, dass ich heute hier sein darf. Es ist immer schön, vor Leuten zu sitzen, die eine ähnliche Wellenlänge haben und die auch offen sind für Neues, weil genau das ist ja das Problem. Das Konservieren kann auch negativ sein und heute ist es leider so, dass ich mich vielleicht nicht mehr unbedingt der Naturkonservative nennen würde, sondern vielleicht eher der Naturrückgängige. Denn wir sind schon sehr weit von diesen natürlichen Begebenheiten weg. Wir werden da gezwungen auch, und das ist ja das Impfen so ein Thema. Für mich ist grundsätzlich in diesem Zusammenhang ein Spruch sehr wichtig, eine Weisheit, die Nach- und Querdenker sind es, die uns weiterbringen und die Welt verändern. Nicht die unendliche Schar derjenigen, die sich aus dem engen Hohlweg ihrer Denkensart nicht lösen können. Das Problem oder die Herausforderung ist nicht unbedingt, dass wir die Massen erreichen, sondern es gibt der kritische Punkt oder die kritische Masse. Und diese kritische Masse ist nahe dran. Wir haben nicht mehr so lange, um diese zu erreichen. Und genau das ist diese Arbeit, die wir machen müssen. Und das ist ganz wichtig. Und das Impfen ist ein riesen Geschäft. Da komme ich noch darauf zurück. Ein dreifaches Geschäft. Der heutige Vortrag, ich warne eigentlich immer wieder vor, der Vortrag, nehmen Sie das wie unkonventionelles Christbaumschmücken. Sie nehmen die ganze Schachtel mit diesen Kugeln, Girlanden und alles und schmeißen alles gleichzeitig über den Baum. Und das, was hängen bleibt, darum können Sie sich kümmern. Das, was runterfällt, lassen Sie das mal, das können Sie später aufnehmen. Deshalb nehmen Sie einfach dieses raus, was für Sie stimmt. Da draußen ist ein Büchertisch, da sind viele, viele Informationen, denn zu diesem Thema könnte man 2 Tage füllen locker. Wollen wir heute nicht machen, deshalb gehe ich jetzt nämlich schnell weiter. Ganz wichtig, wir sind nicht Impfgegner, sondern wir nennen uns Impfkritiker. Kritisch wird man, wenn man Fragen stellt und keine Antworten bekommt, oder Fragen stellt und irgendwelche ausweichenden Antworten bekommt, irgendwelche, ja, Sie müssen halt der Wissenschaft auch vertrauen. So geschrieben in einem Mail vom BAG, das ist das Bundesamt für Krankheit in der Schweiz, so geschrieben, ja, ihr müsst halt auch der Wissenschaft Glauben schenken. Glauben ist Mangel an Wissen. Ganz wichtig ist aber auch, wir haben immer die Verantwortung. Beim Impfen, ganz egal, ob wir impfen oder ob wir nicht impfen, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben die Verantwortung immer. Die Verantwortung kann und wird nie abgenommen. Kein Arzt übernimmt die Verantwortung freiwillig, außer wir zwingen ihn juristisch dazu, die Verantwortung für einen Impfschaden zu übernehmen. Also von dem her, die Verantwortung liegt immer bei uns. Dann ist es auch wichtig, es gibt zwar Länder, und ich weiß, es sind auch hier Leute vertreten aus Ländern, die haben eine Impfpflicht. Eine Impfpflicht, ich komme darauf noch zurück, ist eigentlich etwas, das für uns ganz klar ein Hinweis ist, wir sind auf dem richtigen Weg. Dazu aber auch später noch. Und ganz wichtig auch, um entscheiden zu können, gibt es das Bauchgefühl und andere Faktoren, die wir einbeziehen können. Und das ist ganz wichtig. Ich versuche in allen Themen, egal in welchem, da ich tätig bin, immer die verschiedenen Gesichtspunkte aufzunehmen, reinzunehmen und in die Entscheidung einzufügen. Meine Kinder sind 19 und 22 und die sind vollkommen ungeimpft und sie leben heute noch. Und dazu mal vor 22 Jahren, 23 Jahren, da war noch niemand so unterwegs, wie heute einige Leute sind. Bücher gab es ein paar. Wir haben Befürworterbücher und Gegnerbücher gelesen und schlussendlich haben wir danach gesagt, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was in den kritischen Büchern steht, ist das Grund genug, um zuzuwarten mit Impfungen und weitere Informationen zu sammeln. Geht das mit den Übersetzungen?
Gut, die Daumen sind hoch, dann werde ich wieder ein bisschen schneller. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass wir wirklich diese Punkte reinholen. Und die sind da, die Informationen, aber wir müssen sie holen. Wenn der Arzt hat sie nicht, weil er sie nicht kennt, er weiß nichts davon. Die Ausbildung vom Arzt geht 1 bis 2 Lektionen im Zusammenhang mit Impfen, das war's. Und ich kann Ihnen sagen, in diesen 22 Jahren, wo ich jetzt wirklich aktiv bin in diesem Punkt, dieses Wissen, diese Informationen kriegen Sie unmöglich in 2 Lektionen rein. Deshalb wichtig ist zu wissen, die Schulmedizin ist nicht fehlerfrei. Es ist ein sogenanntes menschliches System. Die iatrogenen Schäden, also die Schäden vom Arzt direkt oder indirekt verursacht, belaufen sich auf etwa 30%. Es gibt eine Erhebung, die sagt, dass die dritthöchste Todesrate weltweit, die Todesrate ist aufgrund von falsch verschriebenen Medikamenten, Ärztefehlern und so weiter, die dritthöchste. Also von dem her, wenn man uns anhängt, wir gefährden die Kinder mit dem Nichtimpfen, dann müsste man sagen, ja, dann schaut mal in die eigenen Bücher und schaut mal, wie viele Menschen ihr eigentlich da auf dem Gewissen habt. Das ist ganz wichtig, dass wir das auch wirklich sehen da vor uns. Und das ist auch der Grund, weshalb ich niemandem, Herr Doktor, Herr Professor, Herr Pfarrer oder so sage, sondern ich versuche immer den Menschen anzusprechen, nicht seinen Titel, weil dahinter verstecken sich nämlich viele. Und ich bin so gerne einer, der die Masken runterreißt. Es ist ein von Menschen gemachtes System, eben, es ist nicht anbetungswürdig, auch wenn man heute von den Göttern in Weiß redet. Aber es ist ein System mit Fehlern. Das Wissen, die Halbwertszeit des medizinischen Wissens liegt heute bei 3 bis 5 Jahren. Das heißt, die Hälfte aller Wissens, die da ist oder das da ist, in der Medizin, ist innerhalb von 3 bis 5 Jahren überholt. Impfungen wird aber im gleichen Muster seit über 200 Jahren, stimmt nicht ganz, seit gut 100 Jahren, diese Injektionen, früher wurde ja anders geimpft, ist immer noch dasselbe Wissen. Das heißt, die Impfungen sind eigentlich schon längst mehrfach überholt und das zeigt sich auch mit den Informationen, die ja laufen kommen. Ein kleines bisschen kann ich Ihnen heute geben. Einstein hat das schon gesagt, viele Wissenschaftler, große Namen, die sagen das auch immer wieder, aber erst dann, wenn sie pensioniert sind und es sagen dürfen. Er hat ja gesagt, blinder Glauben in Autoritäten ist der größte Feind der Wahrheit. Und das stimmt. Da könnte man auf viele Punkte ausweiten. Jodierung zum Beispiel, das sind viele Punkte, die Einstein hier ansprechen kann. Eine Frage, die wir uns immer wieder stellen, warum steigen die Krankenkassenprämien jedes Jahr? Und zwar überproportional zum Wachstum der Bevölkerung und wesentlich stärker als Wachstum der Wirtschaft. Eine wichtige Frage, denn diese Frage müssen wir uns stellen, denn wir bezahlen ja die Krankenkassenprämien mit unserem schwer verdienten Geld. In der Schweiz ist es so, dass eine Familie mit 4 Kindern mehr ausgibt für die für Krankenkassenprämie als für Ernährung. Das ist krank, das ist nicht gesund. Deshalb, wir haben kein Gesundheitssystem mehr, sondern wir haben ein Krankheitssystem, in der Intensivstation, Herz-Lungen-Maschinen, künstliche Ernährung. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dieser künstlich erschaffene Organismus kollabiert. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Ärztedichte und Kosten. Wenn wir dies anschauen, haben wir hier die grüne Linie Arztdichte und hier die versicherten Prämien hochgerechnet. Sie sehen also überall da, wo die Ärztedichte etwas größer ist, haben wir mehr Kosten. Warum? Stimmt doch eigentlich nicht. Eigentlich müssten doch die Ärzte die Menschen gesund machen. Aber anscheinend ist es nicht so, sondern dass die Ärzte die Kosten verursachen. Denn sonst wäre es ja nicht so. Das sind Überlegungen. Das hat ja der Bundesrat Berset, mein Lieblingsbundesrat in der Schweiz, hat dies auch schon festgestellt. Und deshalb haben sie auch die Ärztekontingent eingeschafft. Aus diesem Grund, um nicht noch mehr Ärzte dem freien Markt zu übergeben, weil jeder will ja leben, was ja nicht schlecht ist, aber nicht auf die Kosten der Gesundheit der anderen. Und auch hier sieht man, Ärztinnen, Ärzte, Zahnärzte und so weiter, die Dichte steigt dauernd, deshalb auch die ganzen Kosten. Muss zusammenhängen, das ist ja nicht zufällig. Oder noch ein, Durchimpfungsrate, das ist die oberste, Sie sehen auch hier, je höher die Durchimpfungsrate, desto höher die Kosten der Krankenkassen.
Appenzell-Innerrhoden hat die tiefste Durchimpfungsrate. Und jetzt dürfen Sie genau einmal raten, welcher Kanton auch die tiefsten Krankenkassenprämien hat. Das ist nicht Zufall. Es braucht natürlich noch andere Faktoren. Es ist nicht nur das Impfen, aber das ist ein großer Teil da drin. Deshalb, das Gesundheitswesen ist ein Selbstbedienungsladen. Es ist ein Geschäft, es ist ein Milliardengeschäft. Viele verdienen ihr Geld damit, was ja legitim ist, ist ja nicht falsch. Aber es darf nie auf Ausnutzung gestehen. Im Kanton Bern hat es mehr Spitäler als in Schweden. Schweden hat ein staatliches System. Ich bin kein Staatsfan. Ich sage immer, so wenig Staat wie nötig. Aber hier gibt es vielleicht irgendwo einfach Grenzen zu setzen. Denn Wachstum kann auch krank sein. Und Finnland, Kosten sind wesentlich tiefer und der Gesundheitszustand ist nicht schlechter. Auch da ist ein staatliches System. Es gibt ein Land, nicht in Asien, die haben ein anderes System. Das wäre eigentlich für die Schweiz auch anzustreben. Und zwar ist es folgendes, Sie bezahlen jeden Monat bezahlen Sie etwas auf ein Konto. Und mit diesem Geld, das Sie da einbezahlen, bezahlen Sie dann, wenn Sie krank werden, Ihre Pflege und so weiter. Sie können aber selbst bestimmen, welche Leistungen Sie mal irgendwann wollen. Und wenn Sie das Geld nicht brauchen, weil Sie gesund sind, weil das Geld gehört Ihnen. Ich bezahle seit 30 oder weiß ich wie viele Jahren, bezahle ich Krankenkassenkosten. Ich war seit 35 Jahren nicht mehr wegen Krankheit beim Arzt oder noch länger. Das heißt also, ich brauche die Ärzte nicht, aber es ist ja ein Zwang. Und deshalb, dieses System ist im Prinzip so, man bezahlt da rein und man konsumiert dann von diesem Geld, wenn man es braucht. Da das ja mein Geld ist, ich kann das dann auch später vererben, schaue ich natürlich, dass ich es nicht brauche. Der Lebensdurchschnitt ist da ein Jahr höher als in der Schweiz und die Kosten sind weniger als die Hälfte als in der Schweiz. Das ist Singapur. Wäre ein anzustreben. Weil da wird die Eigenverantwortung wird da entsprechend auch gefördert. Und das wird ja heute nicht mehr gemacht. So nach dem Motto, ja, wer zahlt ja die Krankenkasse? Ja, aber wenn man weiter studiert, wer bezahlt denn die Krankenkasse? Deshalb, hier läuft irgendetwas falsch. Die Regulierungen, die man ja will, im Zusammenhang mit der Pharma, die Pharma wehrt sich strikte gegen Kosteneindämmungen, gegen die Preisreduktionen. Und wenn Preisreduktionen kommen, dann ist irgendwo ein Deal im Hintergrund, dass die Krankenkassen wieder ein bisschen mehr, die Pharma dort trotzdem noch verdienen kann. Also es ist da immer so ein Schlunk, wie man in der Schweiz sagt, oder ein Pschiss und so weiter. Und das ist einfach nicht sauber. Auch Bersee ist da eine Marionette der Pharma. Leider kann ich es nicht anders sagen. Und deshalb braucht es eine Entmachtung der Pharma. Es darf doch jeder seine 10.000, 15.000 Schweizer Franken von mir aus nach Hause tragen. Aber er darf es nie unter ausnützenden Umständen machen. Die Krankenkassen steigen weiter, auch wenn jetzt Bersee auf 2017 versucht, da ein bisschen was zu schrauben. Das ist reine Symptombekämpfung, das ist wieder einmal typisch, denn meistens läuft es ja auch mit Symptombekämpfung. Die ganze Medizin basiert ja auf diesem, mehr oder weniger. Deshalb ist auch die Frage, warum gibt es immer mehr chronisch kranke Menschen? Warum steigt das immer mehr? Es gibt mittlerweile Konzepte wie Gesundheit 2020 und so weiter, die versuchen, diese chronischen Krankheiten in den Griff zu bekommen. Fazit daraus, die sollen lernen, besser damit umzugehen, die chronisch Kranken, und weniger zum Arzt zu gehen. Man sucht nicht die Ursachen, sondern man versucht eigentlich, die so weit zu bringen, dass sie weniger zum Arzt gehen. Das ist natürlich nicht das Richtige. Eine Studie aus den USA, das sind verschiedene Universitäten, die haben aufgezeigt, dass von 100.000 Kinder und Jugendlichen bis 17 Jahren sind mehr als 50% der Kinder haben eine chronische Krankheit, physisch oder psychisch. Das heißt, sie haben Medikamente, brauchen Therapien und so weiter. Wir haben vorhin auf dem Gang haben wir gesprochen, kein Wunder, dass wir nicht von außerirdischen Intelligenzen hier auf der Erde besucht werden, offiziell zumindest. Weil die suchen nach intelligentem Leben, aber das finden sie hier nicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir einfach auch sehen, was läuft ab. Die Lehrer, die sind auch Lehrer hier drin, ich habe das gestern sicher eine Lehrerin, habe ich mitbekommen. Was läuft ab in diesen Schulen? Immer mehr hyperaktive Aufmerksamkeitsdefizit und so weiter. Oder auch Legasthenie. Was läuft ab? Was läuft hier? Und das sind Fragen, die wir uns unbedingt stellen müssen.
Vergleich zu früher war das nie der Fall. Es sind nicht nur Impfungen oder Medizin, es sind sicher auch unsere Erziehungsmethoden, so laissez-faire und so weiter. Also, ja, die Kinder werden schon irgendwie groß und ziehen dann aus. Sondern es geht natürlich auch um die Erziehung. Es gibt heute kaum noch, oder nicht mehr so viele, sagen wir es mal so, Leitbilder, Väter, die Leitbilder sind für ihre Kinder, sondern meistens sind es nur noch Leitbilder. Deshalb, was läuft hier falsch? Ist es die Ernährung? Ist es mangelnde Bewegung? No-Bock-Jugend? Sind es die Impfungen? Wir haben heute das Thema Impfungen und deshalb muss ich sagen, die Impfungen haben sicher einen Einfluss darauf. Wenn wir vergleichen die ungeimpften Studien, es gibt solche Studien nicht viele, das BAG in der Schweiz weigert sich nach wie vor, eine solche Studie zu machen, weil sie sagt, das sei unethisch. Wir haben genug Ungeimpfte, um die zu vergleichen können. Es läuft jetzt etwas in der Schweiz, es ist noch nicht spruchreif, aber es kommt etwas und wenn das wirklich durchgezogen werden kann, dann ja, können Sie sich auf eine Bombe freuen. Aber auf jeden Fall, im Moment gibt es noch nichts in dieser Richtung. Es gibt eine einzige Studie, ist die KIK-Studie in Deutschland. Die wurde an 18.000 Kindern und Jugendlichen durchgeführt, aber nicht im Zusammenhang mit Impfstatus. Der wurde nur am Rand erwähnt. Diese Daten, die haben wir bekommen. Wir haben die bekommen, weil das unterlag dem Öffentlichkeitsrecht. Man musste zwar 90 Euro bezahlen, aber das hat sich gelohnt und die wurden dann von unserer Seite ausgewertet, diese Zahlen. Und Fazit, 2% der Impfungen hinterlassen schwere Nebenwirkungen. 2%. Jetzt rechnen wir mal, in Deutschland werden pro Jahr 40 Millionen Impfungen gemacht. 2% davon sind 800.000. Wenn ich das umrechne auf die Schweiz, Sie können es sich wieder hochrechnen, wir haben etwa 1 zu 10. Dann haben wir in der Schweiz ca. 80.000 schwere Nebenwirkungen pro Jahr aufgrund von Impfungen. Wenn ich dafür nur einen Betrag von 1.000 Schweizer Franken einsetze, und ich kann Ihnen garantieren, das reicht nicht, um einen schweren Impfschaden zu behandeln, dann kommen wir, können Sie selbst rechnen, auf 80 Millionen Schweizer Franken nur aufgrund dieser schweren Nebenwirkungen. Wir haben jetzt etwa 60 Milliarden Schweizer Franken, die wir für unser Krankheitssystem ausgeben. Und wenn man das hochrechnet noch, dann können wir rechnen, wo wir stehen. Ein Freund von mir, ein Arzt, wir haben das mal diskutiert, habe ich gesagt, also ich habe das Gefühl, wenn nicht mehr geimpft wird, und ich sehe das jetzt so aus meinen Erfahrungen, dann haben wir 50% weniger Probleme. Dann schaut er mich an und sagt, ein Arzt, und sagt, 90%. Das heißt also, dass ob jetzt 90, 50, 40, 30 oder 60% ist im Moment nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall ist es allen klar, die Hintergründe wissen, wir brauchen sehr viel Geld für diese Nebenwirkungen. Das ist dann die Auswertung. Sie sehen da, kann man es lesen, Asthma, Bronchitis, Heuschnupfen, Neurodermitis und so weiter. Die roten sind umfragig ungeimpfte Kinder und die blauen sind die in der KIK-Studie, der Vergleich. Ich glaube, da braucht es keine großen Erklärungen. Und dementsprechend, ja, hier, das ist die Zahlen. Es gibt noch weitere Zahlen in diesem Zusammenhang. Das ist zum Beispiel die Elternstudie Salzburg, die wurde mittlerweile abgeschlossen. 1400 Kinder, es gibt noch die Rolf-Krohn-Studie und so weiter. Hier nur Asthma mal schnell, 8-15% Asthma, das ist die durchschnittliche Menge. Muss ich wieder bremsen. Es ist die durchschnittliche Menge, entsprechend, was in der Öffentlichkeit beobachtet wird. Heute gilt es ja, 3-4 Mal Mittelohrentzündungen für ein Kleinkind ist normal. 3-4 Mittelohrentzündungen pro Jahr. 8-12 Infekte, grippale Infekte pro Jahr ist heute normal. Das ist doch nicht normal, das ist doch krank. Aber es gilt heute als Normalität, weil es so beachtet wird. Und so weiter. Sie sehen die Zahlen, eigentlich ganz klar zu sagen, ungeimpfte Kinder sind gesünder. Und das ist für uns auch, oder signifikant gesünder. Es gibt geimpfte Kinder, die sind gesund. Es gibt ungeimpfte Kinder, die sind krank. Aber signifikant sind ungeimpfte gesünder. Ich sehe das bei meinen Kindern, die haben auch nie einen Arzt gesehen, außer mal beim Oberschenkelbruch. Da mussten wir einfach gehen, das ist klar, das ist auch kein Problem. Aber sonst haben die nie einen Arzt gesehen. Und der Kleine kam dann irgendwann mal nach Hause in der Schule, 3., 4. Klasse, und hat gesagt, jetzt möchte er dann endlich auch einmal krank sein.
Es ist zu beobachten, schauen Sie nur in Ihrem Umfeld, vergleichen Sie mal, da brauchen Sie keine wissenschaftliche Statistikerausbildung mit Diplom, Professor, Doktor, Doktor, irgendwas. Da können Sie einfach den gesunden Menschenverstand einschalten. Schauen Sie, wie viele sind Ihre Kinder, wenn Sie Ungeimpfte haben, und geimpfte Kinder krank. Das kann Ihnen jede Lehrerin, die ein bisschen offen ist und dies beobachtet, sagen. Eine Legasthenie-Lehrerin aus Chur, ich bin in Chur aufgewachsen, hat mir mal gesagt, sie kann genau nachvollziehen, wann die Kinder wieder geimpft werden. Denn dann muss sie wieder von vorne beginnen mit der Legasthenie-Ausbildung. Aber unsere Behörden haben die Macht leider, wer Macht braucht, ist übrigens schwach, die haben die Macht zu verhindern, dass solche Zahlen erfasst werden. Noch, wir sind dran, es tut sich einiges. Deshalb, warum eben wird eine solche Studie nicht gemacht, das habe ich vorhin gesagt, Antwort, weil sie unethisch ist. Man darf nicht den ungeimpften Kindern den Schutz der Impfungen vorenthalten. Das ist ein Blödsinn. Aber es ist das Argument und damit kommen die durch bei den Ethikkommissionen. Übrigens weiß ich, dass ein GSK, Glasgow Smith & Kline, das ist ein Impfstoffhersteller, der ist dort, arbeitet bei der GSK, arbeitet auch gleichzeitig in der Ethikkommission. Jetzt ist die nächste Frage, Sie können sich an die Schweinchen-Dick-Grippe-Welle erinnern, nehme ich an. Da hat es ja diese Impfzentren gegeben. Das war jetzt etwas für die Übersetzer, Schweinchen-Dick-Grippe. Und hat es ja diese Impfzentren gegeben und diese Impfzentren wurden dann fotografiert, genau dann, wenn man ein paar Statisten hingestellt hat. Es gibt aber Aussagen, die haben gesagt, sie saßen tagelang da und haben niemanden gesehen. Es gibt auch die sogenannte Furchtappellforschung, darauf komme ich dann noch zurück, und die wurde da ganz klar überschritten. Also das heißt, die neuen Impfungen, ich kann Ihnen garantieren, ich weiß, dass über 200 neue Impfungen in der Pipeline sind. Wir können uns also bald gegen Fußschweiß, Achselschweiß, Haarausfall, Nasenverklebung und so weiter, können wir uns alles impfen lassen. Ein Riesengeschäft, das ist wirklich der Umsatz, respektive die Impfungen, ist ein Riesenwachstumsmarkt. Psychopharmaka, schauen Sie mal an, gehen zurück. Gentechnik, kommen wir danach auf diesen sicher spannenden Vortrag. Diese ganze Gentechnologie hat noch kein Medikament hervorgebracht, welches wirklich wert ist, verkauft zu werden. Die ganze Neurologie, es gibt ein gutes Buch von einem Schweizer, das liegt, glaube ich, da draußen, Neuromythologie, auch die Neurologie ist irgendwo, die verläuft im Sand, die finden nichts raus. Also sucht man nach neuen Wachstumsmarken, Impfungen. Nicht nur, aber auch. Deshalb ist auch zu fragen, warum sinkt die Durchimpfungsrate? Die sinkt, die steigt nicht, außer es kommt wieder einmal so ein mediales Propagandakrieg, wie dieser Masernjunge in Berlin. Das war reine Propaganda, das war nichts anderes. Aber es hat gewirkt, die Leute sind dann schön brav gerannt und haben sich impfen lassen. Und jetzt haben wir die ganzen Flüchtlingswellen, die werden alle durchgeimpft, diese Flüchtlinge. Bezahlen tut das nicht die Pharma, sondern bezahlen tun wir das mit unseren Steuern und so weiter. Also von dem her ist die Frage, warum sinkt die? Und das ist keine Impfmüdigkeit, das ist keine Luxuserscheinung, das ist eine Impfmündigkeit. Wieder ein Knackpunkt für die Kabinen da oben. Impfmündigkeit. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir das auch sehen. Es gibt immer mehr Wissen, das da ist, das verbreitet werden kann. Social Media, Facebook ist zwar eine Überwachungsmaschine, aber wenn man die richtig nutzt, ist das auch kein Problem. Und so weiter. Also es ist einfach immer mehr Wissen da. Und diese Mündigkeit, die steigt und das tut weh. Vor allem die, die das eben nicht wollen. Eben, Bücher. Diese Bücher, ich habe selbst mittlerweile 8 Bücher geschrieben, dazu mal gab es vielleicht 8 insgesamt. Also von dem her ist es wirklich so, dass man viele neue Medien hat und Informationen. In Österreich gibt es eine Umfrage, 57% sind impfkritisch, 4% lehnen Impfungen ganz ab und von dem her ist es doch schon eine große Zahl, auch in der Schweiz. Zum Beispiel ist eine Umfrage Virusmonitor 2014, das ist eine Umfrage in der Schweiz, die hat unter anderem auch abgefragt, wollen Sie einen Impfzwang quasi? Fast 70% von den Schweizern haben einen Impfzwang abgelehnt. Das ist ein Schuss vor den Bug für die Behörden, denn wenn die jetzt da mit einem direkten Impfzwang, den indirekten gibt es schon lange, aber wenn die mit einem direkten Impfzwang kommen wollen, dann haben sie
eine kleinere Revolution. Denn sonst sagen sich auch Impfbefürworter, Impfen ist okay, aber ich bestimme wann und was. Und das ist ganz wichtig, auch das zu sehen. Also von dem mit den Behörden geht es nicht leicht und dann kommt noch so irgendein Trappitsch, ein kleiner dahergekommener Naturkonservativer und versucht noch die Informationen zu verbreiten, das gefällt denen natürlich nicht. Aber das gefällt mir dafür. Man sieht auch, der Bildungsstand, das sind die blauen, das ist die Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht und so weiter. Je höher der Bildungsstand ist, und ich kann Ihnen nochmal garantieren, Sie brauchen kein Arztstudium. Im Gegenteil. Wir sagen selber, Ärzte, die ausgestiegen sind, sagen selber, das ist eine Hirnwäsche. Ich lasse es jetzt einfach mal offen, ob Sie das auch so empfinden oder nicht, aber es ist natürlich ein Programmieren. Wenn ich sehe, die Impfausbildung der Ärzte wird von einem Pharmareferenten gemacht, dann ist ja wohl klar, welche Informationen das gegeben werden. Sehr, sehr einseitig und natürlich nur, Impfen ist gut, Impfen hat, bla bla bla, aber die negativen Folgen, die werden nicht gesagt. Deshalb gehören Sie zu diesen, die gebildet sind, und dann gehören Sie auch zu der Oberschicht. Jetzt ist die nächste Frage natürlich immer wieder, haben Impfungen die Krankheiten zurückgedrängt? Da kann man ganz klar sagen, nein. Oder waren andere Faktoren? Da kann man sagen, ja. Das heißt, die Impfungen sind nicht verschwunden, die sind leider noch nicht verschwunden, aber die Krankheiten sind nicht verschwunden aufgrund der Impfungen. Da draußen liegt ein Buch, Die Impfillusion von Susan Humphries, das ist eine Amerikanerin. Die hat ein Buch geschrieben und die zeigt ganz, ganz gut auf die ganze Geschichte. Es gibt es übrigens auch in Englisch, dieses Buch. Das ist original in Englisch. Und die zeigt ganz genau auf, wie die Geschichte abgelaufen ist mit diesen Impfungen. Also wenn jemand die Impfgeschichte wissen will, dann unbedingt dieses Buch. Wirklich sehr spannend mit vielen Grafiken und so weiter. Die Gründe dafür waren, und das ist das Perfide, das schon fast... eigentlich nicht nur fast, und das Verbrecherische auch, in den Drittweltenländern würden genau dieselben Maßnahmen, würden diese Menschen dort auch viel gesünder machen und gesünder halten. Aber damit kann man weder Geld verdienen, noch die Länder ausrotten. Ebola, haben Sie das schon mal gehört, Ebola? Ebola ist so eine Geschichte, hat nichts mit einer Krankheit zu tun, in dem Sinn, das sind eine Umbenennung, also grob gesagt ist es eine Umbenennung von Krankheiten, vor allem von Malaria-Symptomen, die es schon immer gegeben hat, die es vorhin gab. Jetzt ist Ebola ja wieder weg und jetzt kommt dann irgendwie wieder der normale Alltag. Dementsprechend hat das keinen Unterschied gemacht auf die Todesfallrate. Aber man hat dort versucht, Fuß zu fassen, man hat versucht, entsprechend auch, da komme ich dann noch darauf zurück später, eine neue Impfung einzuführen. Aber diese Länder werden ausgerottet, hochgiftige Substanzen, Diamantenminen und so weiter und so fort. Die Menschen leben im Elend, im Dreck, so wie wir früher hier gelebt haben. Das ist also nicht so lange her, 150 Jahre, 100 Jahre, da haben wir noch im Dreck gelebt. Da war noch keine Trinkwasser- und Abwassertrennung, die waren noch nicht da. Sondern es lief alles ins selbe rein, da hat man aus diesen Kloaken wieder Wasser geschöpft. Dementsprechend. Ja. Das ist auch so, wie wenn wir jetzt im Ganges Wasser trinken gehen und oben sind die am Baden und irgendwas, dann können sie sich klar irgendwann irgendwo eine Toilette reservieren, weil die brauchen sie ganz bestimmt. Dann eben, die wichtigsten Faktoren sind Hygiene, Sozialsysteme und auch Ernährung. Natürlich auch Wasser, ganz wichtiger Punkt. Kläranlagen gibt es bei uns auch noch nicht 5, 6, 700 Jahren. In gewissen Städten und je weiter sie in den Osten gehen, gibt es das ja heute noch nicht. Das heißt also, wir haben ein Hygieneproblem gehabt früher, wenn man schaut, Polio, die Kinderlähmung wurde über die Stuhlausscheidung verbreitet und früher diese Rinnsale, wo das runtergerannt ist, irgendwo in ein Sickerbecken, da muss man sich nicht wundern, wenn die Kinder sich angesteckt haben entsprechend. Und so weiter. Masern oder zum Beispiel Scharlach, wurde nie geimpft oder nur ganz wenig, weil da gab es mal Impfungen, aber die hatten so große Nebenwirkungen, dass die wieder eingestellt wurden. Trotzdem ist Scharlach auf null Todesfälle zurückgegangen, obwohl Scharlach heftiger gewütet hat als Masern früher. Zufall? Dann auch Wasser. Wir haben eine sehr gute Wasserqualität.
Wir können das Wasser vom Hahnen trinken. Das können Sie in vielen Orten nicht. Da müssen Sie nicht mal so weit. Griechenland zum Beispiel, da schmeckt das Wasser nach Chlor. Da würde ich das nicht trinken vom Hahnen. Aber auch das ist noch besser, als wenn Sie noch weiter gehen. Oder auch Duschen, Körperhygiene. Wir können heute unter die Dusche stehen und 24 Stunden duschen, wenn wir wollen. Früher war es so, dass man einmal am Wochenende, hat man einen großen Bottich aufgestellt, warm Wasser reingetan, dann saß zuerst der Vater, die Mutter, das Kind und der Kleinste, der hätte gar nicht mehr rein müssen, denn der ging gleich raus, wie er reingegangen ist. Also von dem her, die Körperhygiene ist heute natürlich schon ein großer Unterschied. Wir können, es gibt sogar antibakterielle Unterwäsche. Aber jetzt müssen Sie sich mal diesen Blödsinn vorstellen. Wir brauchen in diesen Schleimhäuten die Bakterien. Ganz, ganz wichtig. Nicht nur im Darm, wie gestern gehört, sondern wir brauchen auch in diesem Milieu, brauchen wir diese entsprechenden Bakterien. Aber eben, die Hygienefingel. Es war nichts übertrieben. Hoffentlich treffen wir uns irgendwann wieder in der Mitte. Bekleidung. Eben, wir können anziehen, jeden Tag frisch wechseln. Ja, vor allem so die Jugendlichen, wenn sie da so in die erste Brumpfzeit kommen, dann wird täglich 3-4 Mal das T-Shirt gewechselt, entweder weil man das Gefühl hat oder um besser zu gefallen, ja, jetzt möchte ich mal die ansprechen, dann vielleicht ein orangiges T-Shirt und so. Also wir können viel wechseln. Konnte man früher nicht. Ja? Da hat man einfach das Zeug angehabt, bis es mal auseinandergefallen ist. Ernährung. Wir können uns gut ernähren, ausgewogen ernähren, so gut wie es heute im Prinzip noch möglich ist bei diesen Böden. Aber wir haben die Möglichkeit, uns doch relativ gut zu ernähren. Wir können uns aber auch so ernähren. Warum warnt McDonald's auf der angestellten internen Webseite davor, dauernd oder regelmäßig den eigenen Food zu konsumieren? Warum? Vielleicht wissen die von den Qualitäten. Wir haben auch genügend Ernährung, Vitamin A, Mangel bei Polio war ein großes Problem. Oder auch bei Masern. Die WHO schreibt schon lange vor, bei einem Masernfall 2-mal hochdosiert Vitamin A-Gaben zu geben. Wurde in Berlin mit größter Wahrscheinlichkeit nicht gemacht. Das heißt also, die wissen von diesen ganzen Vitaminen und so weiter. Wir hätten es in der Hand. Es gibt Zahlen, unabhängige Zahlen, die finden Sie in allen Ländern, überall. Da sind jetzt nur ein paar, wir haben auf unserer Webseite wesentlich mehr solche Statistiken noch drin. Wenn Sie hier anschauen, Diphtherie, das ist eine der ersten gespritzten oder eine der ältesten gespritzten Impfungen. Irgendwie 1926 hat angefangen, dann wurde geimpft. Hier war dann irgendwann auch mal Impfpflicht und dann kumulierte es zu einem Riesendach und dann fiel es zusammen. Und ich glaube, ich brauche den Deutschen keinen Geschichtsunterricht zu geben, wenn sie sehen, was hier los war. Das waren die Kriegsjahre, 40, 45. Was war in Deutschland los? Es war kaputt, die Häuser zerbombt, die Versorgung, der Psychoterror vom Hitler-Regime und so weiter. Es waren Missstände. Und Diphtherie ist eine Armutskrankheit. Und dementsprechend ist es kein Wunder, dass die Diphtherie so zugenommen hat. Wenn man aber schaut, in Berlin, Impfung, Massenimpfungen vor dem Krieg und dann hier rauf und dann fiel es wieder zurück. Danach keine Impfungen mehr. Andere Länder dasselbe. Das heißt also, wir haben hier ganz klar einen Zusammenhang zwischen dem allgemeinen Zustand, dem psychischen und auch physischen Zustand, Ernährungszustand der Bevölkerung und den Krankheiten. Das sieht man hier sehr deutlich. Oder auch hier, Keuchhusten in Deutschland. Das ist logarithmisch, wenn Sie das anschauen, hier haben wir etwa noch 600, denn hier unten haben wir noch etwa 400. Das heißt, die Krankheiten, die Todesfälle gingen schon lange zurück, bevor überhaupt angefangen wurde zu impfen. Und es wurde ja immer wieder behauptet, ja, die Todesfälle gingen schon zurück, aber die Krankheiten nicht. Wer kann das sagen? Masern wird erst seit Jahr 2000 erfasst, circa, plus minus. Das heißt, wir können gar nicht sagen, das sind alles Schätzungen. Und jede Frau weiß, dass ein Mann schlecht schätzen kann. Deshalb nochmal hier Masern. Wir haben hier wieder die Masernimpfung, Einführung. Das war schon fast auf null, die Todesfälle. Und da wird dann behauptet von irgendwelchen Ärzten, ja, wenn wir nicht mehr impfen, dann kommen die Krankheiten wieder zurück. Theoretisch hätte er recht, denn heute gibt es sogenannte Ersatzdiagnosen. Ich weiß aus mehreren Fällen,
Kind, geimpft, klassische Symptome von Masern, gingen zum Arzt. Die Diagnose war Hautekzem, weil das Kind ist geimpft, also kann es keine Masern haben. Und das wird oft so diagnostiziert. Und vielleicht kennen Sie auch solche Fälle. Und das verzerrt natürlich die ganze entsprechende Statistikerfassung. Aber wenn dann ein Kind ungeimpft ist, dann wird nicht weiter abgeklärt, sondern dann nur schon, ja, es könnte Masern sein, das sind sicher Masern, und dann ist schon im Prinzip die Schublade geöffnet. So macht man sich natürlich die eigenen Zahlen. Und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt da nicht mehr tiefer rein, da können Sie wirklich nachschauen, da gibt es ganz viele solche Studien. Scharlach habe ich erwähnt, Scharlach ebenfalls ging zurück, ohne Impfung. Jetzt gibt es einen weiteren Punkt, der uns ja immer wieder gesagt wird, ja, wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann seid ihr ja gefährlich für die anderen, weil ihr auch die Krankheit nicht ausrottet oder nicht helft, die auszurotten. Jetzt einmal eine Frage, wenn irgendwo ein Kind erkrankt, irgendwo ein Kind, an Masern zum Beispiel, und das ist der erste Fall, jetzt mal nur schon die Frage, ja, woher kam denn der Erreger? Wo war der denn? Hat der irgendwo auf einem Baum gewartet und auf ein ungeimpftes Kind und dann, wo kam der her? Die Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei, die Geimpften, es gibt Impfversager, wer das ist, weiß man nicht, aber es gibt Impfversager, aber die meisten sind ja geschützt. Das heißt also, warum haben die Angst vor uns? Und jetzt gibt es die nächste Punkt. Die Herdenimmunität, das ist etwas, das behauptet wird, das aber noch nie bewiesen wurde. Es ist, nehmen wir an, es ist draußen 0 Grad oder minus 2 Grad. Schneit es dann? Ich glaube nein, oder? Es braucht noch viele verschiedene Faktoren. Oder wenn wir zusammen, jetzt fahren wir dann zurück in die Schweiz irgendwann, wir fahren zusammen auf der Autobahn, wir haben zwar dasselbe Ziel, aber wir haben nichts miteinander zu tun. Und die Herdenimmunität ist so entstanden, man hat gesagt, ja, wenn 95% durchgeimpft sind, dann sind die Krankheiten weg quasi, also hat das was zusammen zu tun. Wenn aber ein Kind geimpft wird, ein gesundes, und es ist krank, hat eine Nebenwirkung, dann heißt es, das hat nichts miteinander zu tun, obwohl hier ein direkter Kontakt stattgefunden hat. Verstehen Sie, man muss sich nur ein bisschen in dieses Denken reinsetzen und dann kann man verstehen, warum die so denken, warum auch solche Aussagen gesagt werden. Die Herdenimmunität ist nie bewiesen worden. Das ist eine Behauptung, die auch keiner wissenschaftlichen Überprüfung stattfindet. Im Gegenteil, es gibt jetzt neu eine Studie von der Mayo Clinic, Sie haben vielleicht das Transparent da draußen gesehen, von dem gibt es auch einen Flyer. Und die Herdenimmunität bedeutet Schutz auch der Nicht-Geimpften. Das heißt, wir profitieren von dem, dass die Geimpften nicht mehr die Krankheiten im Prinzip zurückdrängen, die Impfungen. Meine Tochter hat FAGE, das ist Fachangestellte Gesundheit, in einem Spital studiert und da kam natürlich auch der Aufschrei, ungeimpft, das geht doch gar nicht. Dann habe ich unter anderem eine Studie verlangt, die beweist, dass Geimpfte nicht mehr Ausscheider sind von denen Erreger, wogegen sie geimpft sind. Wissen Sie, was passiert ist? Nichts. Sie war 4 Jahre an diesem Spital, ungeimpft, konnte ein Jahr sogar anhängen, kein Problem mehr, kein Thema mehr Impfungen. Diese Studie gibt es nicht. Das ist eine Behauptung. Aber es gibt jetzt eben eine erste Studie, die das dann beweist. Komme ich darauf zurück. Ausrottung der Erreger. Man kann Erreger nicht ausrotten. Geht gar nicht. Man hat noch nie einen Erreger ausgerottet, auch Pocken nicht. Gibt ja Pocken noch. Nur der Mensch hat gelernt, er hat ein Immunsystem, er hat ein mitochondriales Immunsystem, er lernt auch aus den Vergangenheiten, aus seinen Vorfahren und so weiter, wenn wir denn lernen dürfen. Und dementsprechend haben die Krankheiten heute, in diesem Zustand, wie wir heute haben, keine Chance mehr. Aber nicht wegen den Impfungen. Das mit der Ausrottung von der Erreger wurde übrigens, bevor großflächig geimpft wurde, schon davor gewarnt. Passt auf, wenn wir da wirklich so weit bringen, dass die Erreger ausgerottet werden, dann haben wir ein Problem mit der sogenannten Boosterung. Denn auch Geimpfte brauchen im Prinzip immer wieder den Kontakt mit Erregern, damit das Immunsystem wieder relaunched wird, aufgeneuert oder aufgefrischt wird, damit sich der Körper wieder, ja klar, das kann ich, kein Problem, übe ich wieder. So wie eine Feuerwehrübung. Immer wieder Feuerwehrübung, dass wenn der Ernstfall kommt, dass man gewappnet ist. In der Praxis sieht es aber anders aus. Das ist die Mayo-Klinik.
Man redet von einem von einem Grenzwert der Antikörper von 0,2 Einheiten pro Milliliter. Wenn man darüber ist mit den Antikörpern, dann sei man geschützt. Frage: Kennen Sie eine Studie, wo Menschen mit einem entsprechenden Antikörpertitel jemals mit diesem Erreger infiziert wurden und man daraus schließen kann, dass dieser Wert schützt? Gibt es nicht. Ist eine reine Annahme. Sie kennen das in der Ernährung, da gibt es Annahmen im Zusammenhang mit irgendwelchen, so und so viel braucht man Eisen und so viel, Grenzwerte von Aluminium, Quecksilber, das sind alles Annahmen. Es ist auch klar, man kann nicht unbedingt einen Apfel in einen Menschen mit Quecksilber und schauen, ab welchem Wert er stirbt. Das geht natürlich nicht. Aber es sind keine wissenschaftlich festgelegten Daten, sondern eben, man nimmt an, dass. Gut, jetzt gibt es den nächsten Punkt, das ist über dem Grenzwert, dann ist man im Ernstfall äußerlich entsprechend gesund, sagen wir mal, aber man ist trotzdem noch ansteckend. Weil es braucht noch einen höheren Wert, das ist 1,8 Einheiten, und erst ab diesem Punkt kann man von einer Herdenimmunität reden. Erst ab diesem Punkt hat der Mensch genügend Antikörper, um auch auf der Schleimhaut im Prinzip, ganz einfach gesagt, auf der Schleimhaut im Prinzip die Erreger aufzunehmen und zu eliminieren, damit andere Menschen nicht angesteckt werden können. Jetzt die Mayo Klinik hat Folgendes festgestellt, sie hatten diese Antikörpertitel gemessen bei vorschriftsmäßig durchgeimpften Menschen und hat festgestellt, maximal 87-94% haben überhaupt diese Grenzwerte erreicht. Das heißt, 6-13% sind sogenannte Impfversager. Wer das ist, wenn Sie 100 Leute vor sich haben, die vorschriftsmäßig geimpft ist, wer hier ein Impfversager ist oder in der Klasse, Schulklasse, Ausschlussmaßen, 30 Kinder, irgendwie 6-13%, nehmen wir 10, dann ist es einfach zu rechnen. Also 3 Kinder sind Impfversager. Ausgeschlossen werden aber nur die Nichtgeimpften. Aber die Impfversagen können ja trotzdem noch gefährlich sein. Weiß man nicht. Aber das geht, okay, gut, ja, also ein Risiko ist ja wie Lotto, da hat man auch ein Risiko oder so. Aber das Problem ist, dass nur 23,9% der vorschriftsmäßig Geimpften diesen Antikörpertitel von 1,8 Einheiten im Promilliliter überhaupt erreichen. Anderen Worten, über 75% aller vorschriftsmäßig Geimpften sind immer noch Ausscheider und eine Gefahr für die anderen. Wir warten auf den ersten Masernfall und Schulausschluss. In Deutschland sind sie schon Gewehr bei Fuß quasi, in der Schweiz auch. Also wenn das kommt, wenn Sie irgendwas hören, bitte teilen Sie uns das unbedingt sofort mit. Weil diese Diskussion muss eröffnet werden. Unbedingt. Ich bin jetzt zwar mit dem Bundesamt für Krankheit in der Schweiz dran. Ich habe noch einen Brief geschrieben. Die letzte Antwort war so, ja, dann schauen Sie halt in diesen einschlägigen Fachliteratur nach. Das reicht mir nicht, weil dort findet man es nicht. Jetzt mal schauen, was noch kommt. Deshalb, das ist ein Mythos, es ist nie bewiesen, Geimpfte sind weiterhin Erreger-Ausscheider. Die Boosterung, das habe ich schon gesagt, bei der Ausrottung, wenn eine Ausrottung geschehen könnte, die entfällt und das ist nicht gut. Dann auch die Erregermutierung, und zwar auch durch die Impfungen. Diese Erregermutierung ist nicht zu unterschätzen. Es gibt mittlerweile eine Studie, die auch aufzeigt, dass Geimpfte durch diese Mutierung der Viren und so weiter gefährlich oder ansteckend sind und gefährliche Krankheiten bei anderen auslösen können als Ungeimpfte. Auch das weiß man mittlerweile. Oder auch hier, 12 von 17 Mitgliedern der sogenannten STIKO, das ist die Ständige Impfkommission in Deutschland, sind ebenfalls, sie haben Mandate oder sind Beteiligung an Zulassungen und so weiter. Der oberste Impfpapst in Deutschland ist Professor Heiniger, der sitzt auch in der ECHIF drin. Zu dem komme ich dann noch ein bisschen später. Deshalb unabhängige Prüfungen, nein, es gibt keine unabhängigen Prüfungen. Denn zum Beispiel regen wir oder wir verlangen, das ist mehr als nur Anregen, wir verlangen schon lange eine sogenannte unabhängige, placebo-basierte, randomisierte Doppelblindstudie. Das heißt, wir haben 4 Gruppen, 2 Ärztegruppe, 2 Probandengruppen.